Jojo, Freunde, was geht ab? Hier ist wieder Armin von Immer Fresh und herzlich willkommen zu den Outfits von Jamule und Santos, der alte Ego von Nico Santos, der sich jetzt hier in Deutschrap austobt. Ich nehm sie mit, also provokativ ihren Sinn. Komplett abgerissen. Ich finde auch die Kombo von Nico Santos, der ja charttauglichere, radiotauglichere Musik macht, mit Jamule sehr fresh. Auch krankes Produzententeam mit Bizarre, Joker F, Mixu und MacLeod. Und neben den Outfits haben wir auch die Models am Start, falls der ein oder andere von euch dann ein Schulprojekt ansteht oder so. Dieses Video hilft auf jeden Fall weiter. Starten wir direkt mit dem ersten Piece, und zwar der Jeansjacke von Nico Santos. Könnte ein Modell von ASOS sein, weil er hat auch schon auf Insta eine Jacke von Night Edit getragen, auch eine Marke, die es auf ASOS gibt. Was auffällt, ist, dass keine Knöpfe sind, sondern Reißverschluss. Und hier ist ein sehr ähnliches, gerade reduziert. Zwei weitere Jacken in diesem Style findet ihr im Artikel auf www.immerfresh.de und alle Links von den Produkten hier in der Beschreibung. Zack. Starten wir direkt mit dem ersten Model in alter Immerfresh-Manier. Hier die Models am Start, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Sie heißt auf Instagram my.josephine. Agent Provocateur, für die, die es nicht wissen, macht Luxus-Lingerie, quasi wie Victoria's Secret, nur im obersten Preisbereich. Komm mal hier direkt zum zweiten Model. Ich muss auch sagen, sie ist mitunter die, die den Song am meisten fühlt. Sieht man in anderen Szenen auch noch. Sie heißt auf Instagram masha.sme. Geile Kombo, geiler Übergang zu Jamule. Starten wir direkt mit seiner Sonnenbrille. Die ist in diesem Colorway leider ausverkauft. Nennt sich Neon Crystal Pink von der Marke Lispex. Hat aber 55 Euro gekostet. Noch verfügbar ist das Modell mit nicht schwarzen Gläsern, sogar reduziert auf 31,90 €. Mitternacht, Liebe in meinem Handschuhfach. Sie will nur mein Bart, doch ich find mich damit. Nice kombiniert trägt Jamule ein Daily Paper Tie-Dye T-Shirt dazu. Das nennt sich Reprime und gibt's für 65 Euro. Hier nur noch Größe L, weitere Shops auf der Website. Guapa ist übrigens Money, also siehst nur auf sein Money aus. Und später sagt er auch, dass er hier LV kauft. Und er findet sich damit ab, Alter. Voll Wayne. Jamule macht nicht alle. Character, Bruder. Nur die sind die guten, Bruder. Die anderen nicht, Alter. Ich sag's euch. Zu diesem Outfit, das sieht man im Musikvideo nicht, sondern nur im Behind-the-Scenes-Video, kombiniert zum einen diese Heron Preston Jogger, auch eine Marke, die er gerne trägt. 450 Euro, sehr stolz. Und die Bapestas von Bape in diesem Colorway. 20th Anniversary Patent Red. Gibt's hier im Resell zwischen 300 und 800 Euro, je nach Größe. Glaub mir, Liebe ist Gold, ich geb zu viel Geld aus. Nimm sie mit nach LA und kauf ihr LV. Geil, Alter, kauf ihr LV, Alter, zum Mittelfinger. So, hier, Jamules Jacke. Ein sehr freshes Piece von Root. Kostet 762 Euro. Eher so Bomberjacken-Style, würde ich sagen. Und darunter das T-Shirt ist höchstwahrscheinlich das Mason Margiela T-Shirt, das er auch in XXL anhatte. XXL-Outfits findet ihr auf immerfresh.de. Ist auch in sehr vielen Größen aktuell reduziert und nicer Oversize-Fit. Trotz dessen auch eine günstige Alternative zu einem sehr guten Preis. Zack, alles. So, kombiniert wird dieses Outfit zum einen mit einer Palm Angels Track Pants. Nicht irgendeiner, sondern die mit Krokodilleder-Style-Print. Haben wir euch übrigens auch in unserem Top Tracks ins Video vorgestellt. 350 Euro. Und dann zum Abschluss, Jamule-mäßig, die Nike Air Force One in All White, kosten einen Huni. Zack, hier können wir eigentlich direkt die zwei nächsten Models vorstellen. Zum einen sie, heißt auf Instagram Violetta Popov. Direkt in der nächsten Szene sehen wir all unterstrich Dina. Foto am Berlin Kudamm gemacht. Sehr freshe Flows von Jamule, aber sind wir auch nicht anders gewohnt. In dieser Szene wird die liebe Leia Bell hervorgehoben. Die Sommersprossen sind schön. So, das kann man schon eigentlich sagen. Ist wirklich schön. Schöne Sommersprossen auch. 25.000 auf einen Chip fest. Zack, Alter, ist das verrückt. Alter, der Bruder, Alter, komm, auf den gehen wir auch gleich ein. So, wir dachten so im Video, da sind so nur Models, auf einmal springt so einer rum, Alter, und wow, der feiert gerade sein Leben, Alter. Den Bruder haben wir auch für euch am Start. So, egal, anderes Thema. So, weiter geht's mit dieser Sonnenbrille von Jamule in einem Colorway, das ich persönlich auch sehr nice finde. Und die gibt's tatsächlich noch. Ebenfalls von Lispex, das Modell nennt sich Outer Love.
Kostet eigentlich 55 Euro auch. Und hier ist gerade reduziert auf 46,95 Euro. Und mit etwas Glück gilt der Code noch Happy Weekend. Kriegt ihr 15% on top. Aber auch so finde ich ein sehr guter Preis für eine nice Brille. Ich nehme sie mit. Kommen wir zu diesem Model, auch sehr coole Performance im Video. Sie heißt auf Instagram Alina_Well_. Komm mal hier, fühlt übelst den Song. Diese Sonnenbrille von Jamul ist von Daily Paper. Die ist leider im weißen Colorway nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob es nicht erschienen ist oder noch kommt. Aber dafür im schwarzen, 150 Euro. Aus einer Kollabe übrigens mit Komono Kenyatta. Wir zwei auf dem Rücksitz, ignorier das Blitzlicht. Die Scheiben sind blickdicht und sie singt mein Hit, ne? Sie mag XXL und doch. Zack, Alter, sie mag XXL. Übrigens referiert Jamule hier den ein oder anderen Song von sich, ne? Jetzt XXL, ich hol dich ab, hat er ja auch gesagt. Und noch ein paar andere, wenn man genau hinhört, so auf jeden Fall, ja. Sie heißt auf Instagram Your Faith Sill. Und doch Papa disappear, sagt sie. Kommen wir zu diesem sommerlichen Outfit, was mir auch sehr gut gefällt. Sein Hemd und die passenden Shorts dazu. Ist auch von Daily Paper, nennt sich Repost und ist mit 90 Euro, finde ich, in einem akzeptablen Preisbereich. Hier noch die passenden Shorts, gibt's beides noch in vielen Größen und weitere Shops, wie immer, auf der Website. Weiter geht's mit dem nächsten Model. Sie heißt auf Instagram Franzi Don. Hier, Alter, der Bruder, der sein Leben feiert, Alter, hier mittendrin, Alter, mitten in den Models, zack, danced er mit. Er ist auf Instagram david.damut, ist auch Fashion Model und hat einen freshen Style. Und hier sieht man auch die Mascha, wie sie diesen Song übelst feiert, Alter. Zack, Alter, er nimmt sie mit. Kommen wir jetzt zum Sweater von Nico Santos, auch ein Hauptpiece. Leider haben wir die Brand noch nicht geknackt. Wir haben zwei ähnliche Modelle im Luxussegment Givenchy für 633 Euro. Sonst hat auch ASOS so ein Piece in denselben Colorblock-Farben. Sobald wir es exakte haben, updaten wir es auf der Website. Und wenn es einer von euch weiß, kommentiert gerne. Last but not least haben wir hier Enane. Enane. Ist das verrückt, Alter? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Welches Video als nächstes? Schreibt es in die Kommentare. Danke von Herzen für euren Support. Wir sehen alles 2020 immer fresh. Peace. Violetta Popov. Genau. Das ist so wie, weißt du, dieser russische Name so mit V hinten dran so. Irgendwas off, aber hier ist immer Pop-off. Sie heißt auf Instagram. Können wir schon hinter uns kriegen so. Sie heißt auf Instagram Violetta_Pop-off. Komm mal, jetzt aber. So. Genau. Vor allem, dass sie sich auch so nennt, weißt du, kann ja auch einen anderen Namen hinschreiben, so. Weil sie echt reinschreibt, Alter. Sie heißt auf Instagram Violetta_Popov. Das war gut, ne? Ich hab nicht gelacht.